Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Shattered World. Und nachdem wir beim letzten Mal ja viel Spaß hatten, hoff ich mal, dass das diesmal besser wird. Ich habe dafür beschlossen, ich mache hier eine auf amerikanische Präsidenten und habe eine Mauer gebaut. Oh, hi Trump. Meine ist aber nur aus Holz. Na dann. Und ärgert dafür den Daniel. Ich hoffe, dass die Viecher da nicht reinkommen. Ach, Client. Gut, Client ist mir genau. Wurscht. Die schaffen das schon. Ja, wahrscheinlich. Aber mir ist das jetzt auch wurscht. So, weiter im Text. Was gibt's hier eigentlich noch für ein Quest? Ich muss mich übrigens korrigieren. Wir brauchen keinen Creeper, sondern wir brauchen einen Zombie. Für den einen Quest. Okay. Ja, ansonsten kann ich hier aber gefühlt nicht mehr wirklich viel weitermachen. Weil Book and Quill. Nee, richtig, ich wollte Floral Black Powder eigentlich irgendwann mal holen. Da war was. Okay. Hier Mystical Ding und Pestle Mortar. Zumindest mal für ein Buch, damit ich mal rausfinden kann, was ich hier machen kann. Buch und Feder. Okay, passt. Oh. Not again. Es ist Tag. Haut ab, ihr Viecher. So, also irgendwie kann ich jetzt diesen Book and Quill, wenn ich nicht vergessen hätte mitzunehmen, hier reinpacken. Okay, es ist ein Unfinished Spell Receipt. Okay, das Ganze kann ich benennen. Das ist ja schon mal was. So, da, jetzt gucke ich mal ins Kompendium, um herauszufinden, wie das Ganze funktionieren soll. Also, place the book in the inscription table. Habe ich. There are three sections of the inscription table UI that are of note. The source region is the large gray square at the top. Das ist das da. And will contain, oh Gott, muss ich immer hin, all of your known shapes, so components Scheiß. And modifiers. The shape group collection is interfaced by brown squares. Okay. Das ist das Ding. Okay. Can be. There are multiple brown squares as multiple shape groups can be created. Finally, there's the spell grammar section, which is the gray rectangle at the bottom. Create shape groups by dragging shapes and or modifiers from the source region to any of the shape groups in the UI. You can create multiple shape groups in the same spell 3 by default. Each shape group can have up to 4 shape modifiers. Shape groups cannot contain components. A good way to think about it is the different shape groups and the means of targeting things with the spell. And the spell grammar is what the spell actually does. Okay. Ich mag das Geräusch nicht, das ich gerade höre. Es ist nicht besonders vertrauenserweckend. Nicht so ganz. Ich brauche noch ein Crafting, Altar. Alter. Okay. Okay, dann gucken wir nochmal. So, spannender Punkt. Lest you find yourself unable to make it. Okay. Basic Defense, okay. Self plus Regeneration, okay. Touch plus Projectile plus Dig. Ja, genau. Touch and Dig hätte ich auch erwartet irgendwie. Also Touch. Na dann. Bagger sie mal alle an. Dig. Wenn du sie betatscht. Und das soll gleichzeitig auch Licht machen, finde ich.
So, und das Ganze kann ich jetzt nehmen. Okay. Material. Ich brauche eine Blank Rune. Einmal wie Theum Dust, Feather, Raw Fish, Clay, Orange Rune, Iron Shovel, Iron Pickaxe, White Rune, eine Zeru Blossom, eine Torch, ein Vitino Torch und ein Spell Parchment. Wollt ihr mich arm machen? Anscheinend. Anscheinend. Klingt jedenfalls danach. So okay. Wie du es sagst. Ja. Nö. Okay. Das war's dann mit Ars Magica. Das ging mal schnell bei dir. Ja, ganz ehrlich. Wenn ich dann irgendwie mal die mit Materialien alle da habe, können wir drüber reden. Aber gerade. Also ich laufe mal damit rum, aber das macht überhaupt keinen Sinn gerade. Vor allem. Nee, also wenn wir irgendwann mal. Och nee, was ist denn hier schon wieder drin? Ein goldener. Gut. Viech. Sollte das da nicht reingehen? Ein goldener Viech. Flo, wo bist du eigentlich? Nein. Ich stehe auf zwei Kisten in der Hoffnung, dass mich nichts schlagen kann. Schlagen hat mich schon lange nicht mehr. Let's try this. Ach so. Die schießen alle auf mich. Flo, wir haben keinen Sand mehr. Das ist schade. Ist denn Flo unser Sandmännchen? Ja, er will doch. Ich bin das Sandmännchen. Er möchte doch das Ding haben, das Zeug haben drum. Ja. Ja, nee, aber ganz ehrlich, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf, mir die einzelnen rauszusuchen. Das ist vielleicht ganz lustig, aber gerade irgendwie nicht. Alter Schalter. In anderen Worten, ich guck mal nach im Questbook, was es sonst noch so zu tun gibt. Das Questbook habe ich natürlich unten rausgeschmissen. Ja. Der hat jetzt den. Wo ist es denn? Da. Und der hat jetzt. Warum hat der jetzt eine andere Adresse? Das macht doch keinen Sinn. Oh, ein Red Heart Kanister, das ist schön. Nicht wahr, finde ich auch. Warum das denn jetzt? Möchte echt niemand mit AE loslegen? Ist das jetzt echt. Das mal sein, nein. Ach so. Wenn du das sagst. Ungefähr so. Aber das Inventory-Ding hat noch. So, das heißt, der muss dem doch eigentlich. Bitte was? Network? Was hast du gesagt? Wir haben keine Kühe und kein Schaf jetzt. Hurra! Kann man die umwandeln? Ja, das wäre schön. Können wir das anmalen? Dass es aussieht wie ein Schaf. Es gibt da so einen Mod. Da kann man Schafe chiseln mit. Das beruhigt enorm, Jojo. Aber ich glaube, der ist erst in der neueren Minecraft-Version. Was? Was hast du gesagt? Hier, yeah, ich gebe dir auch ein bisschen von dem Spaß ab. Nee, danke. Okay. Ich hab schon volles Inventar. Ich brauche nicht noch anderes Zeug. Wo hast du dein ganzes Ars-Magiker-Zeug hin? Unten eine Kiste unten, oder sowas? Ja. So, jetzt bin ich gespannt. Der hat mich jetzt. Die Infinity hier Orbs kann ich auch noch rausschmeißen. Mit der falschen Adresse und im Inventar oder das mit der richtigen. Das heißt, er schreibt jetzt dann das mit der falschen raus. Genau. Okay. So. Ne? Ich weigere mich übrigens, ich wollte es nur mal erwähnen, mit AE anzufangen. Mhm. Also werde ich nicht machen. Hör auf mit dem Spann.
andere sagen, tschüss Flo. Tschüss ich? Ja, Zenga left the game. Ich hab mich gerade bewegt, Betrug! geht's da dann weiter, vielleicht? Gibt's denn da ein Quest-Ding dazu? Ja, das Hologramm. Das Hologramm. Nummer 4. Der Staub der Sterne. Muss man geladenen Sertus-Quarz, Never-Quarz und Redstone-Verhältnis 1 zu 1 und 1 in Wasser werfen. Also das gleiche nehmen, oder? Ja. Copper. Redstone. Braucht man die überhaupt? Moment mal, was haben wir jetzt? Wir haben Alloy-Smelter. Haben wir denn Sertus-Quarz und so einen Käse? Sollten wir. Ja, hier. In der Kiste. Charged sogar schon. What? Okay, mal anders gesagt. Eine der größten Hindernisse ist ja, dass wir immer noch keinen Laser haben, beziehungsweise Ding halt. Was brauchen wir denn dafür? What the fuck? Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, wir machen erstmal einen. Flux-Dispenser brauchen Gold, Eisen und Redstone, das geht ja. Kinetic-Capsule, ach, das ist ja günstig im Verhältnis. Guck mal, wir haben ein Haustier. Die stören mich nicht. Nö. Alles, was mich nicht tötet, mag ich. So. Oh, davon brauchen wir zwei. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4 mal mindestens. Wo haben wir denn Redstone? In meinem Inventar. Gib mir mal eins. Ich leg's rein in die Crafting Station. Nimm's dir raus. Okay. Block of Redstone, oh Gott. Muss man geladenen Sertus Quarz, Never Quarz und Redstone im Verhältnis 1 zu 1 und 1 ins Wasser werfen. Einfach ins Wasser? Ja. Das ist echt heftig, dass du das noch nie gemacht hast. Das ist schon krass, ja. Das ist echt der Wahnsinn. Nee, oh Gott! Nein. Ey! Wir sind so tot. Flo, ich würde jetzt aufpassen. Wie hoch können die springen? Das ist wurscht, die spawnen überall. Ja, aber wenn die können die in mir spawnen? Das ist ein guter Punkt. Ey! Mach den weg, da den Block. Ja, ja. Geh mal dazu auf die andere Seite. Geh du da hin. Da unten ist nämlich einer. Ah ne, der ist in der Schmelze drin. Sehr schön. Haha. Hey, wir kriegen Blut. Yay. Also einer ist bei den Kühen. Awesome. Wir brauchen jetzt zum Glück keine Kühe. Und einer ist draußen. Jetzt wird's lustig. Ja, die können sehr hoch. Ja, sag doch, dass er hinter mir ist. Ja, die sind überall. Ich gehe da mal raus. Scheiß Matt, ey. Hat ja sonst nichts zu tun, ey, echt. Was willst du jetzt hier auch noch, Phantom? Also wenn dieser Mod sich halt wenigstens einmal an irgendwelche Absprachen halten würde und der Motto, dass Lichtquellen eingehalten werden. Langweilig. Dann kann man ja drüber reden. Dass das halt neue Viecher sind und was weiß ich, die halt ein bisschen stärker und keine Ahnung. Aber das macht einfach keinen Spaß mehr.
Das ist nicht herausfordernd, das ist nervig. Nein. Was? Teil-Entity ja doch. Ah, jetzt ist mein Schwert natürlich kaputt. Danke, Daniel, dass du so viel mithilfst. Ja, ich hab nix. Alles, was ich hab, ist kaputt. Ich komme ja nicht dazu, irgendwas zu machen. Ich kann mit einer Broken Pickaxe handeln, mit einer Broken Hatchet. Die spawnen die nicht von selber nach einer Zeit? Ja, vielleicht, wenn wir uns mal alle ausloggen. Na dann. Wie no such. Daniel, hast du auch ausgeloggt? Ja, gleich. Aber vorhin hat es eine Zeit lang gedauert, bis die weg waren. Ja, da warst du ja nicht ausgeloggt. Doch, da war ich ja auch ausgeloggt. Da war ich aber nicht ausgeloggt. Mit anderen Worten, der Chunk war nicht unloaded. Ja. Oder die Welt, um genau zu sein. So, bist du draußen? Ich bin schon draußen, ja. Dann probieren wir das Ganze nochmal. Valid ist er ja wohl nicht. Faszinierend. Nein, sie sind noch da. Cool. Yeah. Ach, das ist ein... Wait. Ah, doch, okay, der... Darf der das? Darf der das? Ich kann gerade nicht wirklich was machen, weil wenn ich jetzt respawn, dann kauen die mich natürlich sofort wieder um. Also ich habe noch ein halb kaputtes Rapier, das wahrscheinlich voll keinen Schaden macht, aber ich kann mal schauen. Sind ja schon alle. Hunger, geh weg, Viech. Geh weg, Viech. Ein paar weniger. Wo ist noch was? Drück mal auf Respawn. Wahrscheinlich direkt vor mir. Ja, hier oben ist noch ein bisschen was. Da rechts. Was? Wie wo? Im Eck. Welches Eck? Recht. Ja, da, geradeaus. Unter der Dusche. Ach da. Unter der Dusche ist gut. Ja. Ach, der da auch noch, okay. Lass mich raten, die können auch noch Mutter über Zäune klettern oder so ein Scheiß. Natürlich, die so viele springen können. Und da ist jetzt noch irgendwas Brennendes, da ist noch Fliegendes. Ein anderer, der schießt. Jawoll. Aber wir haben ja noch nicht genug Viecher. Ach, aus denen kommen die Viecher raus. Das ist natürlich awesome. Weil die sind ja nicht schon schlimm genug. Aus wem? Aus den Raptoren kommen diese Sensenmänner raus. Yep, so ungefähr. Haben wir mein Gedanke, ja. Ich höre noch was. Mhm. Ja, da unten. Ja, hier unten stehen noch ein paar. Hey, also ich find's einfach total lächerlich, dass man einfach nichts gegen ihn machen kann. Ja. Hallo, kannst du mal aufhören zu hüpfen, damit ich hauen kann? Der hat sogar einen Namen, ist ja cool. Ja. Der Smeltery ist in Federn. So schön. So. Ein Redstone von dir. Apropos Redstone, wir brauchen mehr Redstone. Oh, da ist noch einer in der Wand. Ich glaube, wir brauchen Redstone-Dendron-Seeds. Das klingt sehr scientific. Ist es auch. Ich weiß nur nicht, welche Science dahinter steckt.
Aber wer kennt sie nicht, die berühmten Redstone Dendron Siede. Der alte Crystals, jawohl. So. Zerkleinern wird wahrscheinlich wieder mit. Wir lassen die Kisten blinken gehen. Was willst du machen? Ich vermute ja, aber. Fluid Crystals klein hacken. In Dust, oder? Jo. Ja. Oh, jetzt blinken alle Kisten. Das ist auch schön. Stirb! So. Ich würde zum Teufel sein, Mord. Hä? Also für Redstone Dendron. Hä? Never Quartz Dust. Natürlich genau falsch rumgegangen. Brauche ich Red Tulip und Daisy. Red Tulip. Und Daisy war da hinten. So, der Red ist ja theoretisch nur. Ey, die Viecher nerven. Ah, da hat er so. Der hat. So, und was wollte ich jetzt? Genau. Appetite zusammen zu Appetite Blocks. Dankeschön. Das heißt, du drückst dich da nicht aus, oder was? The fuck? Ich bin jetzt drauf. Tilt Garden soll, genau, okay. Also. Red Tulip, Red Tulip. Und ist die Daisy, da ist die Daisy. Und? Haben wir noch irgendwo Glas? Halt schon drin ist, das macht doch keinen Sinn. Ich glaube fast nicht. Haben wir irgendwo Sand? Frag den Flo. Flo! Nein, haben wir nicht. Ich brauche aber Sand. Tut mir leid. Mach dir selber welchen. So. Wie ging das? Gravel mit Hammer? Yep. Ja. Yep. The fuck? Oh, Sand. So, mal gucken, ob. Nee, das sind Weeds. Ob wir Redstone Dendron Seeds bekommen. Redstone Dendron! Sehr schön. Klingt ungesund. Klingt sehr ungesund. Aber hey. So. Habe ich natürlich Zeug im Inventar, das ich nicht brauche. Hier Slabs. Daisy Seeds, die brauche ich, die Redstone Dendron. Hm, 666 ist immer nicht ganz verkehrt. Paintballs. Weg. Weg. Herb. Weg. Das, was man mit Wolle isolieren kann. Wir brauchen Wolle. Wo sind denn deine String-Dinger? Bisher gibt's nur hier hinten. Im Außenbereich. Mhm. Wupp. Oh, eins. Kann ich das ernten ganz normal? Einfach rechtsklick, ja. Kann dir das auch gießen, wenn du mehr brauchst.
Geht's etwas schneller. Daraus kann ich Strings machen, wie? Vier wahrscheinlich brauche ich. Ah, so, okay. Zwei, das ist ein bisschen wenig. Ah ja, gießen. Gießen ist eine tolle Idee, gieß mal. Das ist eine super Idee. Ja, eigentlich wollte ich die immer. Ja, wurscht. Oh, wie viel wo brauchst hast du die ganze Scheiße her? Ich weiß es noch nicht, aber schon ein paar. What ja, dann werde ich das nämlich erstmal anders machen. Ja, mach mal anders. Ich guck mal, wie viel ich brauche. Wo kommt diese ganze Scheiße her? Die ist nämlich erstmal weiter züchten, dass es besser wird. Ja, vielleicht brauche ich es noch nicht so dringend schnell, aber. Wie viel hast du, oder wie viel brauchst du denn jetzt gerade? Gerade offensichtlich doch noch nichts. Stand zwar drin im Text, aber nicht für die Rezepte. Also ich hätte jetzt. Ja, ich melde mich, wenn 10 Strings, wenn du willst. Beziehungsweise, wo bist du denn? Ja, wurscht. So, zurück zum wichtigen Redstone-Dendron. Das wird jetzt ein bisschen weniger, weil ich nicht so viele platzieren kann von denen. Glaube ich zumindest. War zumindest mal so. Okay. Wenn du meinst. Na komm. Lass mich den Scheiß platzieren. Wait, what? You fucking what? Nebenbei mal auch Bali hochziehen, weil brauchen wir offensichtlich. Ah, Pflanzen und so. Ja. Ja, mit zwei geht's natürlich auch, aber ist halt natürlich nicht so effektiv, wenn wir vier drumrum sind. Aber es geht halt gerade nicht anders. Wobei, eigentlich geht's schon anders. Ich könnte mir kurz von unseren Ferrarium, von unseren Ferrari-Sticks. Kannst du Flut-Crystals herzüchten? Guck nach, ob sie was haben. Ja, es gibt Seeds dazu. Dann grundsätzlich ja. Fluid Seeds, Seed. Aber will ich jetzt an den wieder rumkommen? Und wie sollen die heißen? Fluid Seed. Fluix, oder? Fluix, ja. Also, nee, die, das sind ganz andere Seeds. Okay. Oh Gott, Daniel. Also das sind die Dinger, die du ins Wasser wirfst, gell? Ja. Wie kommt man die ran? Steht das echt Sand, nicht da? Flugsdusk. Das habe ich, glaube ich, irgendwo gesehen. So. Besser. Dachte ich. Was hast du gesehen? Das? Sand? Den Fluix Dust. Aber offiziell anscheinend doch nicht.
Ja, den hast du wahrscheinlich selber vorher mal hergestellt gehabt. Als du den Fluix-Ding gedustet Ah hast. ja, da habe ich dich in meinem Inventar. Ha, ha. So, einmal hier noch die kurz kreuzen und dann war's das für diese Folge. Sind sie wenigstens besser geworden. Sechs, sieben, acht, ja, etwas. Wie auch immer, wir kriegen etwas Redstone raus, jedes Mal, wenn wir die abbauen. Mit anderen Worten, es hilft uns etwas weiter. Halleluja. Ja. Und ansonsten sagen wir mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau. Servus.